Hallo und herzlich willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCAM 2018 zeige ich Ihnen die neue Vorgehensweise beim Erstellen und Konfigurieren der Aufspannungsfunktion in SolidCAM. In SolidCAM 2018 wurde die Aufspannungsdatei um einige Parameter-Funktionalitäten erweitert. Diese neuen Einstellungen sind notwendig, um eine korrekte Darstellung der Maschinensimulation und eine korrekte NC-Programmausgabe zu gewährleisten. Des Weiteren ist diese neue Funktionsweise eine softwareseitige Vorbereitung des neuen Werkzeugkataloges, der dann in einer der nächsten Versionen verfügbar ist. Sie sehen hier im Arbeitsbereich ein Bauteil, welches von mir mit zwei Spannmitteln befestigt wurde. Aufspannung 1 und ein zweites Spannmittel für die Aufspannung 2. Für beide Spannmittel muss eine Aufspannungsdatei in SolidCAM eingefügt werden. Ich habe das Ganze über Konfigurationen gesteuert und habe hier einmal die Aufspannung 1 und einmal die Aufspannung 2. Die Aufspannung wird automatisch beim CAM-Teilanlegen von der Software hinzugefügt. Es existieren zwei Nullpunkte, ein 0.1 für die erste Aufspannung und ein 0.2 für die zweite Aufspannung. Wenn ich nun nach der Programmierung mir die Simulation anschaue, sehen wir, wie dieses Bauteil bearbeitet wird. Planfräsen, Eimaschining und Boardjobs bearbeiten nun diese erste Aufspannung. Nun werde ich über die Aufspannungsdatei dieses Spannmittel hinzufügen. Sie können das Ganze mit der rechten Maustaste anklicken, auf Bearbeiten wählen und haben dann mit dem Pull-Down-Menü oder über das Betätigen dieser Checkbox die Möglichkeit, ein Spannmittel für die Aufspannung 1 hinzuzufügen. Das Ganze kann über die 3D-Auswahlfilter erfolgen, indem Sie diese Spannmittel, diese Volumenkörper anklicken. Und nacheinander werden diese Solids in den Auswahlfilter eingetragen. Um nun eine korrekte Positionierung in der Maschinensimulation zu gewährleisten, haben Sie im unteren Bereich hier noch die Möglichkeit, ein Koordinatensystem für das Spannmittel und nochmal für die Werkstockbefestigung einzugeben. Wenn Sie das Koordinatensystem für das Spannmittel definieren, wählen Sie in diesem Falle zum Beispiel die Funktion Fläche am Modell und unteres Zentrum der Modellbox. Wenn ich dann diesen Schraubstock anklicke, wird mir automatisch ein Nullpunkt an der unteren Fläche dieses Schraubstockes angelegt. Das Ganze wird von mir bestätigt mit OK. Und ich definiere noch das Koordinatensystem vom Werkstück, was im Prinzip diesem Nullpunkt 1 entspricht. Und das Ganze wird mit Zentrum der Modellbox und dem Abklicken des Bauteils hinzugefügt. Ich bestätige das Ganze mit OK und komme dann nach einem nochmaligen Bestätigen zurück in meine Aufspannung 1. In älteren Versionen von SolidCAM wurde das Verschieben des Spannmittels zu den Nullpunkten über das Betätigen dieser Z-Positionen ausgeführt. In SolidCAM 2018 steht Ihnen hierfür, wie gesagt, jetzt die neue Funktion mit dem Abklicken der Koordinatensysteme zur Verfügung. In der Maschinenvorschau sehe ich dann, ob das Ganze passt, so wie ich es eingestellt habe, und wir sehen unseren Schraubstock, der richtig positioniert ist, und unser Bauteil ebenfalls dort, wo wir es eingebaut haben. Ich schließe einmal das Ganze und schalte jetzt die Aufspannung 2 ein, wechsle zurück in meinen SolidCAM Manager und stelle jetzt die Aufspannung 2 ein. Hier arbeiten wir mit dem Nullpunkt 2 und kann hier genauso das Spannmittel hinzufügen wie in der ersten Aufspannung, indem ich meine Volumenkörper abklicke und danach die beiden Koordinatensysteme für das Spannmittel
Unteres Zentrum der Modellbox zum Beispiel wird der Nullpunkt unten angelegt, dort wo der Schraubstock aufgespannt wird, und ich definiere hier noch einmal die Werkstückbefestigung über Zentrum der Modellbox. Und auch nun können wir das Ganze in der Maschinenvorschau kontrollieren und das Ganze wird komplett korrekt eingebaut. Nachdem ich nun beide Aufspannungsdateien konfiguriert habe, starte ich einmal die Simulation. Zunächst einmal im Volumensimulationsmodus Solid Verify und wir sehen das Bauteil mit der ersten Aufspannung mit dem Schraubstock 1. Nach der Bearbeitung wird dann automatisch getauscht auf den Schraubstock 2 und die Bearbeitung kann komplett durchgeführt werden. Auch in der Maschinensimulation wird nun das Spannmittel korrekt positioniert. Wir sehen die Aufspannung 1. Ich starte einmal die Maschinensimulation und Sie sehen, die Bearbeitung läuft wie vorher eingestellt komplett korrekt ab. Für weitere Informationen und SolidCAM-Professorbeiträge besuchen Sie unsere Webseite www.solidcam.de oder den YouTube-Kanal von SolidCAM Deutschland.